setzt. Sie gilt als preiswerteste und verträglichste Lösung mit den wenigsten Eingriffen und dem Erhalt der Bausubstanz. Über diese heute meistverwendete Methode wollen wir Sie informieren, damit Sie im Bedarfsfalle in die richtige Schublade greifen können. Und genau diesen Gedanken haben wir mit Beton-Lastverteilungsscheiben hinter der Wand, eines unserer europäischen Patente, in die Tat umgesetzt. Ich darf das zum Verständnis wiederholen. Weil es möglich ist, den Erddruck hinter der Wand aufzunehmen, kann die Verpressung zur Stabilisierung des Mauergefüges verfahrensbedingt im Wesentlichen nur auf den Bereich der Bohrdurchführung beschränkt, also reduziert werden, sodass das Riesenproblem Massenüberschreitung weitgehend gelöst ist. Die statische Sicherung ist schon angesprochen und beruht auf der Aufnahme des Erddruckes hinter der Stützwand, also ohne Belastung der Altwand, durch Erdvernagelung mit Lastverteilungsscheiben im Mauerrücken. Das Prinzip ist einfach. Die Nagellöcher werden mit einem Durchmesser 90 mm bis in statisch erforderliche Tiefe gebohrt. Weitere Bohrungen, Durchmesser 50 mm, sind für Entlüftungsloch und Ablaufloch vorgesehen. Danach wird das Nagelloch aufgefüllt und der Gewi-Ankernagel 50 mm mit Nachverpressschlauch und Abstandhalter mittig eingeschoben. Der wirksame Bereich der Spülung beträgt etwa 80 cm, sodass sich kein Wasserdruck aufbauen und kein Schaden entstehen kann, da die Spülungen nacheinander hergestellt und wieder verfüllt werden. Die Kontrolle von Hohlraum und Mauer erfolgt über Endoskop und Messung. Steine fallen durch Spülung auf den vergrößerten Boden des Hohlraumes und werden vermörtelt. Das restliche Bohrloch sowie der Hohlraum des Lastverteilungselementes wird durch unbewehrten Beton gefüllt, bis die Masse aus dem Entlüftungsloch oben austritt.